Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cities Skylines. Ja, nach einer halben Ewigkeit geht's hier auch mal wieder weiter. Wir haben immer noch unsere schon mittlerweile ziemlich dreckige Stadt und auch einen dreckigen Kanal. Was ist da eigentlich los? Macht man nicht so viel Abwasser, das sieht doch scheiße aus. Kann man nicht machen. Na egal. Hier steht alles leer, ich weiß auch nicht warum. Egal, reißen wir es halt ab. Was ist denn euer Problem? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Grundschule haben wir genug. Okay, bilden, ja. Sorry. Ah, ich habe keine Moneten dafür. Brauchen also Schulen. Brauchen so gut wie alles hier in dem Land. Am meisten ist Geld. Hier ist Kriminalität so hoch. Ja. Es fehlt halt einfach überall. Da fehlt Müll. Und Kriminalität auch. Ach du Scheiße, ey. Ja, ist okay. Ich kümmere mich drum. Ach, die Leute machen wir zu. Ist nicht gut. So, noch eine Grundschule würde, glaube ich, nicht viel bringen momentan. Berechtigt sind so viele Kapazitäten. Ja, gut. Nur wenn einer krank ist, geht der andere mal hin. So gut, oder? Ich weiß nicht, ob wir hier noch eine hinbauen sollten. Jetzt weißt du was. 24.000. Naja, gut. Ob das hier was bringt, oder? Hier. Hier hinten soll auch noch Wohngebiet hin, oder? Hast du gesagt? Spezialisierung? Keine. Weiß gar nicht. Da hier war jetzt Landwirtschaft. Hier war Wohngebiet und das war. Achso, wir müssen mal gucken. Mal gucken, ob das. Bodenschätze waren da. Nee. Dann war es bestimmt einfach nur Wohnflächen da. Oder? Denk schon, oder? Was fehlte hier? Nicht genügend Arbeiter. Ja, da kann ich nun auch nichts machen. Arbeiter kann ich kann nur nicht mehr produzieren davon. Hier brennt's. Oh, es brennt. Gebäude brennt. Kommt da schon die Feuerwehr wenigstens? Hier war. Wo sind die? Ach doch, da kommt einer. Hier ist ein Krankenwagen. Hä? Brauchen wir die Feuerwehr. Wie sieht's mit Feuerwehr aus? So, hier hinten nur noch einer. Ja, eigentlich schon. Da kommt doch einer. Nee, das war auch keine Feuerwehr. Hier ist Feuerwehr. Da steht doch da einer, da muss auch einer kommen. Ach, die fährt jetzt los. Naja, schön. Nächstes Mal was, ne? So, das da sollte also Wohngebiet werden. Gehe ich mal von aus. Aber da momentan noch nichts ist, würde ich sagen, wir setzen. Obwohl, jetzt reicht es momentan wieder. Ich glaube, wir setzen uns mal eine normale Schule, wa? Also. Was ist das? Oberschule. Wir setzen Oberschule. Die können wir ja eigentlich mal ein bisschen zentraler setzen, dann hier so. Oberschule ist man ja schon etwas älter, da kann man ja etwas weiterlaufen. Oder? Im Kreisverkehr ist jetzt vielleicht nicht die perfekte Lage. Hier eher so, ne? Oder hier auch ein bisschen an den Windrädern. Ja, es stirbt beim Lärm, ist zu laut. Wir setzen das hier hin. Ja, komm. Wie viel Kapazität hat die? 1000 gerade mal. Oh, ist ja schlecht. Was ist dein Problem hier hinten? Kriminalitätsrate. Ja, Schulbestand steht drauf. Steht zu vieles drauf. Kein Platz mehr. Müllverbrennung, wie sieht es denn damit aus? Haben wir da schon eine von? Ja, doch, Hammer. Die ist auch ausgelastet, würde ich meinen, ja. Ja. Aber wir können ja dann trotzdem mal entleeren. Entleere es erstmal. Müllfahrzeuge in Verwendung 4? Warum nur 4?
Auch nur 4? Warum 4? Ist bitte hier drunter geschraubt? Nö. Oder? Doch, haben wir. Ach, es ist gerade Nacht. Gut. Okay. In der Nacht müssen wir natürlich Geld sparen. Das ist logisch. In der Nacht ist der Wasserbedarf da auch gar nicht so hoch, oder? Haben wir gerade zu viel Wasser? Ne, der Wasser ist gerade genug verfügbar. Strom. Na gut, das ist jetzt nicht unbedingt in der ganzen Beleuchtung. Aber in der Nacht können wir den Wasserverbrauch da deutlich runterschrauben. Da brauchen wir auch gar nicht so viel. Okay, das Krankenhaus, Feuerwehr, Bildung jetzt eigentlich... Machen wir am Tag mal ganz viel. In der Nacht ganz wenig. Man, wir gehen nachts zur Schule. So, Wasser klappt auch nicht, ne? Ne, klappt nicht. So viel? Wow. Dann halt habe ich nichts gemacht, mein Gott. Ist ja okay. Never change the running system. Was ist denn jetzt hier für ein Blinktheater los? Ist doch alles gut. Chill mal. Danke. Also bitte. Und dann nachts sind also nur 4 Müllautos da. Na gut. Warum machen die jetzt nichts? Squirtles. Ja. Kein Platz. Na, dann leere doch. Fährt doch gar keiner los hier. Was ist denn los? Verstehe ich nicht. Egal. Hier ist was abgebrannt. Oh, die Feuerwehr regt mich auf. Die macht ja auch nichts. Wo sind die? Wo ist denn die Feuerwehr? Erfährt's. Hä? Hier hinten ist doch gar keine. Hier ist die Feuerwehr. 1. Ja, aber... Sind hier Rauchmelder drin? Haben wir hier Rauchmelder? Richtlinien? Richtlinien, hallo. Zeig mir die Richtlinien. Kann man die Richtlinien sich nicht angucken? Irgendwie so mal. Richtlinien. Öffnet sich halt eben nicht. Hä? Gab es da nicht mal so eine Liste, wo man das auswählen konnte, was man möchte? Ich möchte die gern verändern. Blöd. Ich will die Richtlinie nicht ganz verändern, dass sie eben Rauchwälder anbringen. Aber nein, darf ich nicht mehr. Schon lange her hier. Ich glaube, unsere Stadt bricht zusammen. Ich weiß doch auch nicht, was ich machen soll. Polizei fehlt, glaube ich, erstmal. Eigentlich gleich eine Großwache wäre angebracht. 60.000, okay, haben wir nicht. Sitzen wir hinten einer zwischen. Die Autobahnpolizei ist das jetzt. Wir könnten mal hier was machen. So, Streifenwagen, genau, fahrt mal los. Alle Mann. Wie sieht es mit den Schulen aus? Die ist aber hell beleuchtet, ey Jungs. Ist gerade Nacht. Also, achso, es ist jetzt morgens. Okay. Dann schon ist das Ding voll. Ja. Wir haben doch jetzt Geld für noch eine, ne? Ja, bauen wir hier hinten nochmal eine hin. Da ist halt echt scheiße, wenn man nicht genug hat. So, jetzt passt das. Ist halt mal doof. Was habt ihr hier hinten für Probleme? Müll. Müllberge. Ja, kommt gleich ein Kollege. Kriminalitätsrate. Polizei. Haben wir doch hier schon eine, oder? Ist das keine Polizei? Feuerwache. Ich
bin doof, ich hab mich schon wieder verklickt. Dahin muss ich. Speichert also. Ist okay. Nee, haben wir hier hinten jetzt nicht so. Dann stellen wir doch hier hinten noch einen hin. Können wir eigentlich praktisch Polizei hier hinstellen? Würde das was bringen? Nee, gar nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man es hier nur fürs Instrügelt, wäre ein bisschen Verschwendung. Ja, wohl. Passt schon, oder? Wie viel kostet denn das? 12.000? Ja. Nee, müssten wir ja bald mal haben. Oh, Kühe. Kühe des Todes. Alle auf einmal, oder was? Abgebrannt? Abgebrannt oder brennt? Brennt. Brennt ganz schön viel. Jungs. Ah, hier steht schon einer. Das ist schon mal gut. Optimal. Aber hier könnte auch, ja. Sich mal dafür einsetzen. Ja, komm schon mal. Dass nicht mal zu spät ist. Die Feuerwehr ist ein bisschen lahmarschig. Der fährt jetzt außerdem nicht zu dem Brand hier. Von dahin. Konnte da retten? Cool. Nice. Und was ist hiermit? Da muss wir extra. Achso, da kommt extra. Naja, das könnt ihr nicht gleich mitmachen. Das schon verstehe ich schon. Das ist ja eine Überlastung auch. Irgendwo. Ach, gleich vier. Na gut. Von mir aus. Solange ihr rechtzeitig zum nächsten Brand wieder da seid, macht doch, was ihr wollt. Ja, habt ihr eh nicht geschafft. Ah, Mensch. Hier fackelt mir alles ab. Oh, jetzt aber die Polizei hier hinten hin. Ja, auf der Ecke. Perfekt, ne? Finde ich auch. Was fehlt hier? Nicht genügend Arbeiter. Brauchen Wohngebiete. Ja, ich bin ja da hinten dabei. Was ist hier das Problem? Steuern sind so hoch. Ne, das ist jetzt dein Problem. Wenn du so eine Resistenz hast hier. Was war jetzt eigentlich geguckt? Toll. Hat ja die geilste Villa mit Poolen allen und die Steuern sind so hoch. Ja, alles klar. Bist ja auch der Einzige, der sich beschwert. Musst du aus. Ist mir auch egal. Ist auch voll. Achso, es leert sich schon. Ja, verbrennt mal alles. Brauchen Strom. Kein Platz mehr, dann leer doch auch. Ist ja alles voll, oder was? Wir haben doch nur diese drei. Deswegen ist doch das Müllproblem, ist ja logisch. Dann hör du doch mal kurz auf hier. Und, hol mal den Müll von den anderen ab. Weil sonst wird das ja nichts. Wir haben noch diese drei Mülldeponien, wenn die alle nicht arbeiten und nur hier ein paar Fahrzeuge von der Deponie hier. Für 24 sind es, naja. Ist ja klar, dass wir hier Müllberge haben. Was ist hier das Problem? Achso, ist kein Problem. Ist gut, oder? Optimal. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Ja, da bin ich ja dran. Schule ist ja höchste Priorität bei mir. Oberschule passt ja auch. Grundschule auch. Ja, Uni brauchst du für deinen Laden eh nicht. Oder? Noch wieder. Ja, momentan bin ich nicht mal dran, meine Stadt auszubauen, sondern einfach nur die Probleme, die momentan bestehen hier, in den Griff zu kriegen. Aber damit habe ich genug zu tun. Was ist hier los? Nicht genügend Kunden. Ja. Können wir eine Buslinie schon bauen? Ja, können wir, ne? Zug auch. Ja gut, für einen Zug, glaube ich, ist ein bisschen... Zug. Na, ich fange mal mit dem Bus an. Kosten, das ist auch ganz schön teuer. Ne, wir bauen mal einen Bus. Eine Buslinie, die hier alles verbindet. Eine Linie reicht. Und die bauen wir wo am besten hin? Wo ist denn am besten? Wo positioniere ich am besten den Startpunkt von der Buslinie? Keine Ahnung. Ist ja auch egal, wo das Depot ist, oder?
wo halt gerade mal Platz ist. Ja, gut. Mach's einfach hier unten irgendwo hin, ne? Passt das hier dran? Ne? Hier? Ja, dann kommt das Depot hin. Unterbrochene Stromnetze. Was? Warum? Ist alles gut. Wir haben genug Strom. Wir dürfen noch nicht so viel verbrauchen. Achso, wir können jetzt auch einen Damm bauen schon. Was ist denn das? Grün? Ist ja neu. Damit zum Damm bin ich natürlich einverstanden. Den können wir hier eigentlich mal hinziehen, ne? 48. Nicht genug Geld. Wie teuer ist denn das Ding bitte? Na, gut. Na, wir bauen erstmal das Bus. Das Busding bauen wir erstmal. Neue Linie hinzufügen. Ja. Oh, nein. Du fährst erstmal. Das ist ja doof dahin. Das ist ja klatschend dämlich. Haltestelle verlegen. Ja, ich würde gern. Nein. Achso. Perfekt. Nee, das war jetzt ein bisschen doof, die da starten zu lassen, weil da kommen sie ja nur raus. Wir starten am besten. Das ist ein bisschen schwierig. Hier, komm. Mach's halt hier. Fährst du halt. Er ist auch dumm. Wir müssen im Wohngebiet starten. Das ist ja ein bisschen behindert, was wir gerade machen. Fang hier an. Nur überall. Hä, was willst denn du jetzt? Sowas auf der linken Seite. Ja, setz doch halt auf der rechten. Ist doch alles auch nicht so schwer. Können die hier schon mal alle hin? Ist ja eigentlich auch egal, wie das jetzt läuft hier so. Ist jetzt einfach irgendwo wahllos Haltestellen. Mir auch egal, wenn die dreimal im Kreis fahren. Mir schnuppe, wo ihr lang fahrt. Hauptsache ihr fahrt. Und verstopft mir die Straßen ja nicht. Ist so logisch. So. Das ist auch dumm. Nee, das war jetzt nicht klug. Ja, ich baue hier schon mal gleich Haltestellen mit ein, dass die dann, falls ich die Straße fertig gebaut habe, können die ja mitfahren. Also dahin das Wohngebiet. Falls es dann mal irgendwann fertig ist. Könnt ihr da gleich mitfahren? Ist denn zwar noch nicht so gut, wie das sein soll, aber es wird schon alles noch. Ich setze jetzt mal diese Buslinie irgendwie durch die Kante. Überall mal ein bisschen. Ich meine, das ist zwar, finde ich, dann ziemlich kompliziert mit einer Linie durch die ganze Stadt, da den richtigen Weg zu finden als Passagier jetzt, aber das ist ja nicht mein Problem. Die werden schon hinkriegen. Hier hinten fahren wir auch noch lang. Selbstverständlich kommen wir hier auch nochmal vorbei. Ne, das war jetzt dumm. Die Seite. Dann setzen wir hier drin noch ab und zu mal ein Pünktchen. Das muss ja nicht jede Straße sein, das ist ja auch doof. Und dann, wo ist denn der Startpunkt gewesen? Da. Linie abschließen. Ein Kuddelmuddel, ey. Aber ist alles dabei, ne? Ja. Dann fahr mal los. Da fährt auch schon der erste Bus. Auf Linie zurückgelegte Strecke. Was? Linie 1.
Fahrzeuge 4. Okay. Hey. Ersparte Autofahren 0%. Das ist gut. Haben wir da ernsthaft nur 4? Ne, Busseverwendung 8. So viel Busse wieder. Es ist Nacht, so viel fahren doch gar nicht mehr. Das ist irgendwie ein Problem. Sofort alle losfahren. Lines Overlay. Fahrzeuge 12. Ich meine, kann ich das nicht irgendwie einstellen? Wie viele Fahrzeuge das sein sollen? Nee, kann ich nicht. Dann ist das jetzt doof, wenn er zuerst ins Graben geht, fahrt. Ich mein. Ja, leider das schon machen, wa? Kriegt er schon hin, oder? Hier brennt was. Hab ich vorher geschafft, das sogar. Hat bekloppt. Sehr gut. Optimal. Was ist hier los? Müllberg. Ja. Das ist gerade so ein bisschen das Problem. Müllfahrzeuge verwenden 2 von 7. Achso, das ist Nacht gerade, ne? Ja, Nacht macht ja nicht viel. Das ist vielleicht ein bisschen doof. Ich glaube, ihr müsst auch anfangen, in der Nacht zu arbeiten, Jungs. Chicago Town. Wir schlafen ja nie. Los, arbeitet. Schon sind 28 vielleicht. Oh, es regnet. Aber dann regnet es hier. Oh, ich habe so viel verpasst. Regnet. Du beschwerst dich immer noch über die Steuern da unten. Das ist kein Problem. Ist mir relativ egal. Was? Seid ihr eingezogen oder was? Ja, was? Achso, die bauen da gleich drüber. Dann brauche ich mich da gar nicht drum kümmern. Nicht genügend Kunden, hast du das Problem? Du hast das Problem, nicht genügend Arbeiter. Na, gut. Was soll ich machen? Ich brauche mehr Müllverbrennungsanlagen. Ich baue mal eine zweite. Daneben gleich, ja. Dritte schadet auch nicht. Das ist gut. Ihr dürft nicht so viel Müll produzieren, dann ist das Problem nicht da. Ist da? So, Bus. Ich würde gerne jetzt die Buslinie genauer betrachten. War ich nämlich nicht da hingekommen? Bus in Verwendung 6. Die fahren wieder rein. Warum? Ich habe da niemals die ganze Route gemacht. Putz. Wie doof. Ich muss da hinten noch rausfahren. Fahren jetzt nur die kleine Ecke hier hinten raus. Fahren hier raus. Fahren hinten einmal rum und dann war es die Geschichte. Dann fahren die wieder rum oder was. Und das ist hier hinten mit dem Ding. Wird nicht gemacht oder was? Ja, pass auf, dann setze ich das Ding mal um. Ja. Ich kann das natürlich ganz einfach beheben. Indem wir die hier einfach an den Startpunkt setzen. Hier ist der Startpunkt, ne? Ja. Nee, ist das der Startpunkt? Ich wollte alle mit dem Bus fahren, es ist kein Bus da. Das ist toll. Tut mir leid. Ich setze sie dahin. Hier raus. Boah, ganz schön hügelig. Naja, egal. Die Linie bleibt ja, ne? Ja. Fahrt ihr? Und fahrt ihr nicht? Ich meine, da warten die Kunden. Oder?
Gut gebildeter junger Erwachsener. Das ist schön. Mensch, gut gebildet ist das. Ah, hier ist es schön im Mittelstand mit dem Park gleich. Möchte jetzt nicht mehr langsam am Bus losfahren. Die warten alle, die wollen zur Arbeit. Da wollen dann auch Einwohner. Ach du Scheiße. Haben wahrscheinlich durch den Müll gerade hier alles. Kann ich verstehen. Aber. Aus. An. Mach go. Normalbetrieb, ja toll. Machst gar nichts, machst du. Ich habe noch keinen einzigen Bus gesehen. Das ist der Startpunkt da, oder? Habe ich doch hier gesetzt. Ja, ne? Was ist los? Polizei, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich lösche mal die ganzen Nachrichten, die regen mich auf. Warum fährt da jetzt kein Bus los? Einstellungen. Oh, mit Kö... Mit, nein, mit Krone natürlich. Gibt sogar eine Errungenschaft für. Sieht mein Popo damit dick aus? Nein, tut er nicht, alles gut. Stand in der Errungenschaft drin. Hab ich nicht ausgedacht. Ja... Buslinie finde ich jetzt allerdings nicht gut, was sie macht. Die kostet Geld, die kann losfahren. Hä, was ist denn das für ein Problem? Ich ein bisschen vor. Ich möchte nach dem Bus losfahren. Ne. Komisch. Jetzt fährt einer los. Und ist bei 5% auf der Linie zu. Mann, du sollst doch da nicht hochfahren, du sollst da geradeaus fahren. Oh, was habt ihr für ein Problem? Mal die Freilinie. Stopp! Stopp! Ja. Ganz Oberle. Jetzt hat man Linie. Ja, die geht doch aber geradeaus. Was soll ich denn da? Versteht man aber auch nicht, oder? Und dann gleich für so viele Busse. Da ist doch wieder Stau hier. Nee, ist doch logisch. So viele Busse braucht doch keiner hintereinander. Ich verstehe es nicht. Auch egal. Also das sind mit so hohen Steuern, wie ich verstanden habe ich denn? 13 Punkte. Nö, das passt schon. Hier, die sind zu niedrig sogar. Es tut mir leid. Gerechtigkeit muss sein. Wieder die gleichen. Ja, okay. Bus funktioniert schon irgendwie. Wo sind all die Müllwagen? Nicht da. Nicht genug Treibstoff hast du auch. Ja gut, da kann ich auch nichts machen. Jetzt kann ich in die Richtlinie. Aha. Hier wollte ich Beteiligung von Rauchmeldern. Wo habe ich denn überall? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Dann ist das ja alles in Ordnung. Ja, ich würde sagen, viel haben wir nicht geschafft, aber ich würde sagen, das war es erstmal für die Folge. Guck mal, fahren die Busse jetzt ordentlich. Wo sind die? Hinten irgendwo, ne? Egal, wie viel Bus haben wir im Einsatz? Was ist denn das? Jetzt fährt er alle geradeaus, ne? Ja, okay. Sofern du da anhalten würdest, wäre ich zufrieden. Warum hält da nie ein Bus an? Fahren alle vorbei. Ach so, eines geht auch vorbei, oder was? Okay, ist ja dumm. Nur die von hier oben runterkommen. Sind wir das Gebäude weg. Warum kommen die von da oben runter? Achso, am Ende der Linie. Mhm. Alles klar. Ja, das muss ja alles noch ein bisschen einlaufen, würde ich meinen. Die fahren hier. Ja, gut, okay. Dass jetzt ein bisschen Stau da ist, klar. Seid doch nicht wütend.
Clients Overbrief. Was denn jetzt? Es hängt mal ab und zu mal kurz. Wen speichert dann noch? Ja. Hier steht's. Wöchentlich Passagiere 2. Touristen 0. Ersparte Autofahren? 0% ist gut. Stromverbrauch? Mehr Wasser. Hä, Stromverbrauch, mehr Wasser. Was ist denn das? Ach so. Wir haben Stromprobleme, dadurch haben wir Wasserprobleme bisher. Ja, sind doof. Und Stromprobleme haben wir, weil die hier keinen Sprit haben. Ich habe extra eine Müllverbrennungsanlage noch gebaut. Naja, Strom. Das Ding hat dafür jetzt genug Geld, dann machen wir das doch einfach. Haben wir sogar 16 Mega, das ist jetzt aber nicht die Bude. Das ist jetzt nicht so, ne? Hier 32. 32 ist nicht genug Geld. Mal weit oben anfangen oder was? Und dann. Ja. Okay, 80. Und hier? Auch 80. Mehr als 80 nicht, oder? Hey, 80 ist schon viel. Dann machen wir es aber hier. Wir schätzen, ne? Boah. 100.000! Bist du bekloppt? Können wir uns noch ein Darlehen mal nehmen? Ja, können wir nehmen. Haben wir die 100.000 zwar nicht voll, aber. Egal. Eine Wohnung wegmachen wollen wir auch nicht. So ist es am besten. Ne, so brauchen wir nur 64. So. Also machen. So ist das perfekt. Aber momentan ist es schlecht, weil. Wir verdienen sehr wenig Geld. Weil wir Einwohnermiete machen. Warum machen wir das? Weil wir keinen Strom haben. Das ist immer auch schön. Ich weiß auch nicht. Das ist so ein Kreislauf, da kommt man nicht wieder raus. Aber wenn wir das 92 Mal Welt haben, dann können wir es setzen und dann kriegen wir Strom. So, zack, Strom. Sieht ja auch eigentlich ganz schön aus. Die Straße kann man auch noch effektiv nutzen. Oder kann man? Ja, kann man schon. Kann man noch Infrastruktur hier hinten hinbauen. Was ist hier hinten? Ist hier irgendwas Wichtiges da so auf dem Teil des Stücks? Irgendwas am Boden schätzen? Ne. Gesundheit, wie sieht es damit eigentlich aus? Auch egal. Hier wird das gleiche Wasser weniger. Na gut. Ist okay. Der Müll regt mich ja auf. Was ist denn das? Gebäude leert sich. Hör mal auf mit den ganzen Leeren hier. Du hast keinen Platz. Du leerst dich auch. Hört ihr beide mal auf? Leert sich Nummer 1. 1 reicht das mal. Die schüffeln das wahrscheinlich die ganze Zeit hin und her, wa? Warum fährst du mit deinem Müllwagen? Wohin leerst du dich denn? Noch Müllverbrennungsanlage. Ja, okay, das ist richtig. Nicht, dass sie die ganze Sache nur den Müll hin und her schaufeln. Die soll das ja auch verbrennen. Aber wir haben nicht genug Verbrennung. Deswegen brauchen wir noch eine. Haben wir auch kein Geld jetzt momentan. Ist egal, wir beenden die Folge jetzt erstmal, weil das reicht schon viel zu lang wieder. Wir haben nicht viel erreicht. Wir haben unsere Stadt ein bisschen verbessert. Und dadurch nur mehr Probleme erschaffen. Aber ist egal, wir kriegen das noch alles hin. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Haut da rein. Tschüss.